Hallo ihr Lieben, ich bin's nach längerer Zeit mal wieder mit einem Video. Ein Haul. Wie soll das auch anders sein? Da hat sich ein bisschen was angesammelt, ist nicht viel. Möchte ich euch trotzdem zeigen. Und zwar war ich vor, ich weiß nicht wann, 2 Wochen oder so bei Action und habe hier dieses A3 Leuchtpad geholt. Ups, das habe ich schon zu Hause. Also einmal, ich habe mir das jetzt mal nachgeholt. Hier oben für mein Bastelzimmer. Und ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt noch einmal nachgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Keine Ahnung, ich glaube 20 € oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Stelle ich mal eben zur Seite, dann habe ich das aus dem Weg. Dann habe ich bei unter anderem auch bei Shein bestellt und da sind auch ein paar Sachen angekommen. Unter anderem diese Riesenherzform. Die fand ich sehr schön. Habe ich einmal bestellt. Dann habe ich mir einmal so eine Mixtüte bestellt mit diesen Anhängern. Dann einmal bestellt so Tütchen. Ja, das sind so ganz einfache Tüten mit hier so einem Druckverschluss. Keine Ahnung, wie viele hier drin sind. 50. Kann hinkommen, glaube ich. Also einmal so diese Größe. Dann einmal diese Größe, etwas kleiner. Ich glaube, da sind dann selbe Prinzip, Druckverschluss. Ich glaube, da sind dann 100 Stück drin. Dann ein Diamond Painting Bild, und zwar dieses hier in Größe 30x40. Da oben steht's. Da ist alles drin, was man braucht, aber ich zeige euch das auch gerne nochmal. Hier sind die ganzen immer doppelt und dreifach angepackt hier. Hier ist auch noch mal so eine Legende drin für die Farben. Und wie viele Tütchen man davon hat. Ich habe bei einer Farbe 25 Stück. Das ist aber sehr. Also hier sind hier die ganzen Farben. Okay, die sind immer so abgetrennt. Vorne auf sind die Farbcodes aufgedruckt. Und ja, hier sehe ich gerade ein langes Band, sage ich jetzt mal, mit den 25 Farben. Da ist auch hier ein Toolkit dabei, also Wachs, Schiffchen, Stift, paar Tütchen. Hier, wo dieser weiße Strich hier lang geht, das ist also das hier alles die Klebefläche. Und hier nochmal, zeige euch das Bild nochmal. Das sind runde Steine. Genau, das sind jetzt runde Steine. Und ja, bin mal gespannt, wie das ist, wenn es aussieht, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So. Dann war ich bei Penny gewesen. Die hatten bei Penny wieder dieses Klebeband. Das habe ich ja eigentlich
Total gerne. Ich habe hier noch ein angefangenes. Das ist stabil, das hält gut, das klebt sehr gut. Ja, und das, wenn ich das irgendwo sehe, hole ich mir das immer wieder nach, weil, wie gesagt, ich finde es sehr gut. So. Ups. Dann kommen wir weiter, auch wieder Shein. Und zwar ist das einmal diese Tütchen hier, diese Geschenktüten. Ich glaube, 10 Stück sind drin. Ich finde es halt immer sehr schade, dass das nirgendwo drauf steht, wie viele drin sind. Aber gut, ich meine, 10 Tütchen wären das, fand ich sehr schön. Dann habe ich noch einmal diese Handyhalterung nachbestellt. Das sieht sowas aus. Das hat sich schon sehr gebogen, weil das hier so steht. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht richtig ausgehärtet. Das ist auch nicht ganz gerade, aber auf jeden Fall halt Handyhalterung hier. Nein, Quatsch, andersrum. So rum. Und ja. Dann habe ich mir einmal diese Form bestellt mit dem Hundepfötchen drauf. Dann mit dem Elefanten. Dann noch mal ein Pfötchen. Dann mal so ein Pfötchen. So ein Herzchen mit Pfötchen. Dann habe ich so diese so Herzstreuteile aus Holz. Das hier ist ein 3D. Knister, knister, knister. Ich glaube, so kann man das besser, erkennt man das. Ich glaube, das erkennt man nicht. Ne? Ein kleines Rädchen. Ich glaube, das erkennt man gar nicht so gut. Ne? Ich erkenne das besser als hier. Ich weiß gar nicht. Ja, aber ich glaube, ihr könnt es ein bisschen erahnen vielleicht. Und dann einmal so ein Silikon, Pinsel. Dann diesen Schlüsselanhänger. Der will jetzt nicht. Best Friends are, ich glaube, the Sisters. We choose, genau. Dann einmal dieses Bohr-Kit. Das war es, glaube ich, von Shein. Dann habe ich bei Ideen mit Herz bestellt. Und zwar habe ich zweimal diese Sekundenbecher bestellt. Ja, hier ist noch das zweite Päckchen. Dann einmal dieses Magic Tape. Zentimeter breit, Millimeter stark, 2 Meter lang. Dehnbar, stark gehalt. Bin mal gespannt. Einen Moment. So, weiter geht's. Also, ich bin mal gespannt, wie das hier so ist. Soll ja auf Holz, Kunststoff, Stein, Glas und Keramik halten. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich nachbestellt diese Sticky Tape. Zweimal in 6 mm. Ich finde die ja schon sehr gut, dass die sehr stark kleben sind. Dann habe ich diese Power Tape bestellt. Extra stark in 3 mm, in 6 mm und in, ups, umdrehen. Ich glaube, das sind 9 mm. Genau. Und die sollen also noch stärker halten, wie hier die roten. Und sogar auf Lackpapier zu verwenden sein. Da bin ich aber mega gespannt drauf. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und auch mal berichten. Und genau, das ist was. Oh, was ist das denn? Und ich habe ein Goodie gekriegt von Herzen, Quatsch, Ideen mit Herz. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das sehe ich jetzt erst. Finde ich auch sehr schön.
Schöne Sticker, die glitzern richtig toll, die haben richtig glossy. War cool. Steht auch drauf, ein kleines Dankeschön. Das ist aber nett. Ja, auf jeden Fall, das war mein Haul. Das werde ich jetzt alles zur Seite packen. Und, ach so, bevor ich es vergesse, ich hatte mir bei, aber ich packe das jetzt hier mit rein, bei Amazon eine Riesenform bestellt. Und zwar ist es diese Wolfsform. Die habe ich jetzt rausgeholt. Na, ganz sauber war die Form, aber auch nicht, wie man sehen kann. Ich werde hier wohl in diesen Aussparungen eine andere Farbe eingießen und hinten nochmal ganz normal mit Klarlack nochmal rüber gießen, um diese Kanten auszugleichen, sage ich jetzt mal. Und das, was übersteht, kann ich ja immer noch weg. Fallen. Auf jeden Fall finde ich die aber trotzdem mega schön. Und ich denke mal, das wird nicht die erste Form sein. Ich denke mal, ich werde mir die nachbestellen. Dann gibt es auch noch zwei unterschiedliche, also noch zwei weitere oder drei weitere. Eine werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Die anderen beiden weiß ich auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, da gibt es noch einen Bär, einen Hirsch und ein Pferd. Pferd, denke ich mal, eher weniger. Bär und Hirsch weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich tendiere aber mehr dazu, dass ich mir den Bären nachbestellen werde. Aber das überlege ich noch. So, also das war mein neuestes Video und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!